Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu den tagesaktuellen Nachrichten hier in Mekional im Mittelerzgebirgsfernsehen. Heute ist Mittwoch, der 13. September. Im Ratssaal der großen Kreisstadt Marienberg gab es gestern Abend eine Sitzung mit einem an und für sich für sehr viele Bürger interessantem Thema. Wie war denn die Resonanz, Frank Langer? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Marienberger Radfahrer doch so wenig erschienen sind hier. Ich hätte gedacht, es ist viel mehr von Interesse und es würden mehr Leute da sein. Meine Frage ist eigentlich, ich nehme zur Kenntnis jetzt, dass wir über 2019 und 2020 als Realisierungstermin sprechen. Heißt also, es würde sich dann von der Nutzung her in 2021 schieben. Und jetzt die konkrete Frage, gibt es Dinge, Einflussfaktoren, die das nochmals wesentlich verschieben können oder gar zum Scheitern bringen können? Diese und weitere Fragen stellten gestern Abend die Marienberger Stadträte, nachdem Diplom-Ingenieurin Claudia Fugmann vom Planungsbüro für den künftigen Radweg von Marienberg nach Reizenhain den aktuellen Stand der Vorbereitung bekannt gab. Zur Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Marienberg waren am Abend des gestrigen 12. September Interessierte eingeladen, um auch diesen Stand zu erfahren. Leider waren es nur recht wenige Gäste, wie Stadtrat Ronald Müller schon ausführte. Hatte die Verzögerung mit dem Baubeginn doch hier und da immer wieder für Unmut gesorgt. Die Planung des bundesstraßenbegleitenden Radweges zwischen Marienberg und Reizenhain ist so weit vorangeschritten, dass die Vorplanung abgeschlossen ist, dass die Vorzugsvariante entlang des vorhandenen Bahndamms auch genehmigt und bestätigt worden ist. Dazu möchte ich auch nicht verschweigen, dass wir gerne schon schneller oder weiter gewesen wären mit der Planung. Und nachdem wir die Vorzugsvariante, die Planung fertiggestellt hatten, ist das Amt auf die Stadt und uns zugekommen und hat verschiedene Erfahrungen eingebracht. Erfahrungen dahingehend, dass sie an anderen Bundesbaumaßnahmen Schwierigkeiten in der Umsetzung haben, weil das Planungsrecht immer schwieriger wird. Das ist sicherlich für Sie auch kein Geheimnis, dass natürlich die Planung in der Zwischenzeit auch insbesondere mit den Naturschutzbehörden abzustimmen ist und dort die baurechtlichen Gegebenheiten schon auch sehr kompliziert geworden sind. Und in diesem Zusammenhang hat, nachdem die Planung Vorzugsvariante soweit fertig war, dass LASUV verlangt, dass weitere Varianten untersucht werden. Wie die Planerin mitteilte, ist nun endlich auch der Verlauf auf dem ehemaligen Bahndamm bestätigt. Da auch Alternativen zu prüfen waren und diese als nicht weiter verfolgbar eingestuft wurden, könnte der ursprüngliche Verlauf weiter verfolgt werden. Das ist also das Bauwerk 6, was ein Neubau sein wird als Überführung. Das ist also der Bereich der Bundesstraße, den wir hier überqueren müssen. Und wir können sehr froh sein, dass das Amt diese Variante auch so bestätigt hat. Sie sehen es ja, das sind hier zwei Fahrspuren mit der Mittelinsel, dass wir also hier eine starke Breite haben und dass wir hier die Überführung bringen dürfen und die Kosten dafür in Kauf genommen werden. Das ist sehr positiv zu sehen, weil wir damit die maximale Sicherheit für die Radfahrer gewährleisten können. Mein Name ist Tina Kieler. Ich bin Planerin in der Abteilung Umwelt vom Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen in Halle und bin in Begleitung von unserer Abteilungsleiterin Katrin Kieber hier heute. Wir haben uns zum Teil schon mit den ganzen umweltfachlichen Belangen bei der Planung von dem Radweg beschäftigt. Wir haben den Variantenvergleich gemacht, bei dem die Bahntrasse als künftiger Radweg als naturverträglichste Variante rauskam. Und weiter geht es jetzt mit dem landschaftspflegerischen Begleitplan. Das bedeutet, auch wenn der Radweg im Prinzip als
Bahndamm schon vorhanden ist, ist die Asphaltierung und vor allem der Abriss von den Bauwerken trotzdem ein Eingriff in Natur und Landschaft und der muss natürlich ausgeglichen werden. Gestern Abend wurde im Rahmen der Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Marienberg der aktuelle Planungsstand des Radweges Marienberg-Reitzenhain vorgestellt. Ausführlicher wird diese zu einer gesonderten Sendezeit im Raum Marienberg hier im MEF gezeigt. In unserem nächsten Beitrag begeben wir uns unter anderem in den Untergrund Marienbergs. Günter Langer hat sich für Sie einmal zum Tag des offenen Denkmals umgeschaut. Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September findet bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Unter dem Motto Macht und Pracht konnten Interessierte historische Gebäude erkunden und mehr zu deren Geschichte erfahren. Günter Langer machte sich für sie auf Entdeckungsreise. Erster Zwischenstopp war das letzte erhaltene Stadttor in Marienberg. Dies wurde 1545 erbaut und auf 4 Etagen beherbergt dies nun den Kunsttorverein. Doch mehr dazu erfuhr er von Jeanette Ramm, welche Mitglied des Kunstvereins ist. Ich bin begeistert, dass unser Kunsttor e.V.-Verein sich hier vor Ort treffen kann zum künstlerischen Schaffen einmal im Monat. Durch diese neue Ausrüstung mit den Deckenstrahlern erhoffen wir uns, dass wir es viel länger in den kälteren Monaten können, als es bisher möglich war. Und es ist fantastisch geworden. Und ich kann nur empfehlen, im September die Konzerte, die zur Ausstellungseröffnung stattfinden, zu besuchen. Die sind einmalig. Zurzeit haben wir 2 Künstler in der Ausstellung, eine junge Chemnitzer Künstlerin, die für ihre Malerei skizzenhafter Art und Weise hier vor Ort zu sehen ist. Und wir haben einen Metallbildhauer, der bei den Besuchern, die bisher hier waren, ein ganz positives Echo hervorgerufen hat. Das sind sehr ansprechende Skulpturen. Die Reise führte weiter durch den Stadtkern Marienbergs. Doch wohin es genau ging, beziehungsweise Licht ins Dunkel, brachten Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung. Also wir befinden uns jetzt im Amtsstraßekeller. Das ist vermutlich der ehemalige Gefängniskeller vom Rathaus. Und hier wurden wahrscheinlich die Gefangenen inhaftiert, bevor sie oben in der Ratsgerichtsstube verurteilt worden sind. Und hier sieht man auch etwas, wie es damals zuging hier. Ja, hier sieht man eine Handfessel und hier sieht man eine Fußfessel. Und die sind bei den Sanierungsarbeiten im Rathaus im ehemaligen Stadtarchiv unter Regalanlagen gefunden worden. Aber da gibt es noch einen Keller im Rathaus. Es gibt noch 2 Keller im Rathaus. Einmal den in der Döpferstraße, das ist der ehemalige Brauereikeller, und der Harzkeller-Keller, der heute auch zu besichtigen ist. Also oben drüber wurde 1523 das alte Brauhaus erbaut. Hier geht man davon aus, dass die Kelleranlagen dementsprechend auch genutzt wurden, also für Einlagerung von Fässern oder von den Sachen, die man fürs Brauen benötigte. Wie ist die Resonanz heute zum Tag des offenen Denkmals? Wir können uns nicht beklagen. Circa 20 Minuten von Marienberg entfernt führte der Weg in die Seigerhütte nach Olbernhau. Auch hier konnte neben einem traditionellen Handwerk Folgendes in Erfahrung gebracht werden. Zum Tag des Denkmals haben wir mit den Kindern hier eine Führung gemacht. Interessant, weil man den Bogen für die Seigerhütte schlagen kann. Angefangen über die Lebensweise, die Arbeitsweise und natürlich auch, wie die Zustände waren. Für die Kinder ganz interessant, wie man auf Toilette gegangen ist, wie die Kinder gelebt haben, wie sie geschlafen haben, wie sie in die Schule gegangen sind und so weiter. Die Gäste aus Dresden, Chemnitz und auch aus Bayern waren ganz bei der Sache und haben ganz viel Wissenswertes mitbekommen. Wie hat es euch gefallen? Sehr gut. Gut. Sehr gut. Ebenfalls in Marienberg unterwegs sind in dieser Woche Grundschüler aus dem tschechischen Most und Marienberg. Sie lernen in einem grenzüberschreitenden Projekt ihre jeweiligen Heimatstädte kennen. Einen kleinen Einblick hat Nicole Fugmann-Müller in folgendem Beitrag eingefangen. Genau, Nancy. Grundschüler aus Most und verschiedenen Schulen in Marienberg nehmen in dieser Woche an einem grenzüberschreitenden Projekt teil. Ziel ist es, ihnen die kulturelle und touristische Vielfalt beiderseits der Grenze näher zu bringen. Außerdem begründen die Organisatoren mit dem Projekt die Hoffnung, durch die Kontakte und den Austausch der Schüler untereinander das Zusammenleben in der Grenzregion nachhaltig zu stärken.
Sprachbarrieren werden mit Hilfe von Kennenlernspielen, Sprachtandems und Dolmetschern überwunden. Bereits im Vorfeld wurden die Schüler auf das Projekt eingestimmt, indem sie an pädagogischen Broschüren über Most und Marienberg mitarbeiten durften. Sie haben diese Arbeitshefte mit bunten Zeichnungen verschiedener Gebäude illustriert. Gegenseitige Begegnungen finden an insgesamt 6 Projekttagen statt. In dieser Woche sind die tschechischen Schüler gemeinsam mit den Marienberger Jungen und Mädchen in der großen Kreisstadt unterwegs. In der nächsten Woche stehen dann die Gegenbesuche in Most an. Wir haben heute für euch ganz tolle Aufgaben mitgebracht. Und zwar ein Heft, das habt ihr schon alle in den Händen. Ihr blättert es einfach mal auf und macht das ab und schlagt mal die Seite 4 auf, beziehungsweise 3. Es ist immer so gemacht, dass auf einer Seite der tschechische Text ist, auf der anderen Seite der deutsche Text. Jetzt habt ihr alle diesen schönen Plan hier von Marienberg auf eurer Seite, beziehungsweise ihr seht es von oben, ne, Marienberg. Und ihr wisst das ja, was ist denn so besonders an Marienberg? Es ist quadratisch angelegt worden. Es ist ein bisschen wie ein Schachbrett. Ne? Wenn ihr das von oben euch anschaut, gibt es nur rechtwinklige, waagerechte Straßen in alle Himmelsrichtungen. Diesen Stadtplan hat sich jemand ausgedacht. Wer weiß denn noch, wie der hieß? Herzog Heinrich. Also der Herzog Heinrich hat ganz viel dazu beigetragen, dass derjenige kommt, der das baut. Weiß noch jemand den richtigen Namen von dem Planer? Der hieß Ulrich Rühlein von Kalf. Das war also der Stadtplaner, das ist ein langer Name, der hat schon die Stadt Annaberg entworfen und in Marienberg hat er sozusagen noch mal eins draufgesetzt. Er hat also alles super toll geplant und daraus ist eine Idealstadt geworden. Jetzt am Lindenhäuschen. Das Lindenhäuschen ist das, ja, eins der ältesten Gebäude überhaupt in Marienberg. War eigentlich immer ein Bergarbeiterfamilienhäuschen, kann man sagen. Ist im Original fast noch so erhalten geblieben, wie es einst gebaut wurde. Hängt damit zusammen, dass es einfach den Stadtbrand oder die mehrere Stadtbrände, die es in Marienberg gab, überstanden hat, weil es gleich aus Stein errichtet worden ist. Das von der Stadtverwaltung Marienberg gemeinsam mit einem tschechischen Partner initiierte Projekt wird durch die Europäische Union gefördert. Ja, hallo liebe Zuschauer, hier ist das Regionalwetter und damit herzlich willkommen bei den meteorologischen Aussichten für unsere Region. Sebastian heißt der stürmische Geselle, der aktuell das Zepter schwingt. Tja, heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel bewölkt und immer wieder treibt der stürmische Wind leichten Regen über unser Sendegebiet hinweg. Das Niederschlagsrisiko beträgt 90%. Tragen Sie besser eine Regenjacke auf, denn der Schirm hätte bei diesem Sturm kaum eine Chance. Ja, beim Blick auf das Thermometer erkennt man herbstliche Werte. In Olbernhau gibt es 10 bis 13 Grad. In Marienberg verharrt das Quecksilber bei zwischen 9 und 12 Grad und die Chopauer bekommen zwischen 11 und immerhin 14 Grad Celsius. Wie schon angedeutet, weht der Wind stürmisch mit bis zu 75 km pro Stunde aus südwestlicher Richtung. Auch morgen geht es zugig weiter. Der Himmel ist in den Vormittagsstunden bedeckt und wie auch schon in der Nacht überquert leichter Regen unser Sendegebiet. Das Niederschlagsrisiko beträgt nach wie vor 90%. Am Nachmittag lässt der Regen dann nach und die Sonne zeigt sich noch bis zu einer Stunde. Gegen Abend ist der Himmel dann leicht bewölkt und so geht es dann auch in die Nacht. Temperaturmäßig wird es dabei relativ frisch, liebe Zuschauer. So gibt es in Pfaffroda zwischen 8 und 10 Grad. In Wolkenstein am Schloss zeigt das Quecksilber zwischen 7 und 11 Grad an und in Gornau werden zwischen 9 und 12 Grad erwartet. Weiter, der Aktivpunkt ist der Wind. Er weht stark bis stürmisch mit bis zu 65 km pro Stunde aus Südwesten. Nun der erste Blick aufs anstehende Wochenende, liebe Zuschauer. Am Freitag zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt mit einem geringen Sonnenanteil. In den Abendstunden meldet sich dann leichter Regen zurück. Die Temperaturen sind mit 12 bis 15 Grad ganz herbstlich. Der Wind hat sich dann beruhigt. Er dreht auf Nordwesten und weht von dort nur noch leicht. Der Samstag ist dann wechselnd bewölkt mit einem großen Anteil Sonne, dann wieder Wolken, aber es bleibt dabei trocken. Das ist die gute Nachricht.
Mit 9 bis 14 Grad bleibt es weiter herbstlich und der Wind weht dann aus Westen. Ja, noch mehr Infos für das kommende Wochenendwetter verrate ich Ihnen dann morgen hier an dieser Stelle. Tja, Ihnen noch einen schönen Abend. Das war's vom Wetter. Weiter mit dir, Nancy. Der Herbst ist da, danke Tobias. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder zahlreiche Informationen nach Hause liefern. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns morgen an dieser Stelle wiedersehen. Tschüss, einen schönen Abend, gute Nacht, machen Sie es gut.